Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22 in Italien. Wir sind hier auf dem Hof Bonadea und der hat seine Arbeit soweit erstmal beendet und wir müssen bloß ein klein wenig nacharbeiten, noch ein bisschen die Ränder und dann hat er noch ein paar Stellen übrig gelassen. Das werden wir heute alles fixen, dass das passt und dann haben wir hier eine wunderbare Kartoffelanpflanzung und das bringt uns demnächst wieder richtig Geld. Ja, so sieht's aus. Wir haben das letzte Mal noch ein bisschen aufgefüllt. Das hat er dann, wie gesagt, bis da unten vollendet. Aber ein Stück ist halt stehen geblieben. Ja, der Hof Aurora hat ja sein Ende gefunden. Der ist ja mit in den Hof Ceres mit aufgegangen. Das ist eine angenehme Sache. Und wir haben somit ein neues Projekt, wer es noch nicht festgestellt hat. Die L'Élevage Breton, da ist der Hof Aurora hingegangen und macht dort seine neuen Geschäfte. Und ich, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ne? Ist ein bisschen was anderes, eine französische Karte, gemütlich und auf alle Fälle was Schönes. Gut, okay, wir machen das einfach mal hier und dann schauen wir mal, wie der sich so anstellt. Und wie wir hier klarkommen. Ich glaube, wir müssen auf alle Fälle den Tank noch mal ein bisschen nachfüllen. Das wird nicht ganz reichen. Und dann können die Kartoffeln hier wachsen. Ja, wie geht's weiter? Im Moment haben wir hier zwei Höfe auf der Karte. Über einen gewissen Zeitraum, sage ich mal, wird sich auch der nächste hier herauslösen. Ob wer wem kauft oder ob das einfach dann nur ein Verkauf wird, eine Auslösung, eine Kasse machen, sage ich mal. Das werden wir dann sehen. Ich weiß nicht genau, ob der eine oder andere Hof so viel Geld hat, den anderen zu schlucken. Deswegen müssen wir einfach mal schauen. Man kann natürlich auch nochmal das Kreditlimit erhöhen, das ginge auch. Müssen wir einfach mal das Ganze dann prüfen. So, ansonsten, ja, gibt es eigentlich so nichts Neues. Wir haben hier die Kartoffelanpflanzung und hier ist auch erstmal nichts Neues geplant für den Hof. Ne? Der muss erstmal mit seinen Kartoffeln hier klarkommen. Und was man natürlich machen kann, ist, oder was passieren wird, wir bleiben natürlich hier bei den Kartoffeln und müssen natürlich unsere Investment wieder refinanzieren, ganz klar. Und ich denke mal in ein, zwei Monaten, also je nachdem, wie schnell das jetzt hier geht, haben wir dann auch natürlich die Kartoffeln fertig und können wieder ernten. Und ich schätze mal, da werden wir mindestens, denke ich mal, um die 400.000 Euro einnehmen. Das wäre schon eine Größenordnung, wo man den Hof Aurora schlucken könnte und einen Teil vom Hof Ceres oder der Hof Ceres schluckt hier Unternehmen oder diese Farm, wie auch immer. Na, kann man sich ja dann schön machen, wie man das will. Ja, im Endeffekt wird sowieso die Karte natürlich irgendwann sein Ende finden, das ist klar. Es gibt wirklich genug Karten und wir haben gar nicht genug Zeit, die ganzen schönen Karten zu zeigen. Auch die, wie heißt sie? La Connelli, La Corolla, La irgendwas, keine Ahnung. Die ist auch sehr schön, die habe ich mir auch angeschaut. Die hat zum Beispiel sehr viele fremde Früchte drin. Ne? Die kennen wir aus dem 19er. Und die gibt es hier, glaube ich, in zwei Varianten momentan. Und ich habe mir die bessere Variante angeguckt, dann ist sie wirklich sehr schön gemacht. So, und ich glaube, wir sind leer und müssen mal nachtanken. Dann machen wir das mal. Und wie gesagt, sehr schön. La Coronella war das, glaube ich, oder so ähnlich. Genau, die habe ich mir angeschaut, die ist auch nicht schlecht. Ich warte ja immer noch auf eine schöne, ihr wisst ja, bin ja ein bisschen Neuseeland-Fan. Ich warte immer noch auf eine schöne neuseeländische Karte, aber im LS22 scheint das hier nicht in Erfüllung zu gehen. Leider. Es gibt zwar eine, die Old Kiwi Farm, aber ich muss sagen, das ist wohl eine der schlechtesten neuseeländischen Karten. Leider. Auch wenn sie von dem relativ guten Modder ist. Relativ, sage ich mal. Aber, naja. Es ist halt manchmal, wie es ist. Ne? Jede LS hat irgendwie seine speziellen Modder. Es gibt welche, die tauchen immer wieder auf. Das ist auch so ein Fakt. Aber dann gibt es auch welche, die sind einen LS da, bringen sehr gute Karten raus und dann sind sie wieder weg. Ja, das ist auch so. So, wir machen nochmal 1500 Liter. Das soll erstmal reichen.
Und ja, wie gesagt, im LS17, wo ich zum Beispiel angefangen habe, gab es einen Modder. Das war der Smith 95. Der hat dort drei Karten veröffentlicht. Sie waren jetzt nicht unbedingt die das prickelndste, was man haben kann, aber es waren die einzigsten Neuseeland-Karten, die man sich halt runterladen konnte. Es gab keine anderen. Smith 95 für den LS19. LS17, Entschuldigung. Im LS19 hat Smith 95 auch eine Karte veröffentlicht. Sie kam ziemlich spät. Sie kam, um das mal so zu sagen, der LS22 kam in 21. Er hat sie ungefähr Anfang des Jahres 21 veröffentlicht. Also, ja, fast schon im dritten Jahr, wo das sein Ende neigte. Da sagen wir es mal so, der LS19. Aber gut, dann ist das so. Er hat sie auch nur über Facebook, glaube ich, veröffentlicht. Und dort habe ich mir sie auch runtergeladen. Anders ging es nicht. Er wollte das nicht über andere Plattformen oder irgendwelche anderen Sachen haben. Dann ist das so. Was wieder mal war, sie war wieder mal für Neuseeland richtig gut von der Topografie gemacht. War eben nicht wirklich wieder perfekt, genauso wie im 17er die Karten nicht perfekt waren, aber gut, dann ist das so. Und ja, es war nur eine Karte und als ich sie gespielt habe, beziehungsweise mir angeschaut habe, war sie nicht wirklich fertig. Er hat schon lange dran gesessen und sie war trotzdem nicht wirklich fertig. Aber so eine Karte zu erstellen ist natürlich auch immer ein Wahnsinn, ne? Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Und ich habe ja sie mir angeschaut und habe sie leider nur kurz mal angespielt. Es hat soweit alles funktioniert, was es gab. Aber so ein richtiges Highlight war sie nicht. Im 19er gab es dafür den Case 64, C-A-Z-Z, 64. Der hat drei oder vier Neuseeland-Karten rausgebracht. Der hat auch noch andere Karten rausgebracht und war an einigen anderen Karten noch beteiligt. Nun, es war mehr oder weniger Standard. Ja. Für mich gehört es auf eine Neuseeland-Karte, zum Beispiel eine Kiwi-Anbau. Das ist typisch neuseeländisch. Ja. Da gehört für mich eine Kiwi-Farm drauf und eine richtige Kiwi-Farm. Das könnt ihr euch gerne mal im Internet anschauen, wie das in Neuseeland aussieht. Es waren ja so eine Art Traubenreben hat er dann genommen. Und es war ein ganz normales Feld, wie als wäre es ein Traubenfeld. Es war also nicht typisch neuseeländisch, da fehlten die Hecken und der Überbau und alles. Ja, es war jetzt nicht so prickelnd. Es sah aus wie amerikanische Karten. Ein bisschen mit kleineren Feldern oder mal auch ein bisschen mit Höhenunterschied. So, das mag ich ja auch, wenn die Modder daran denken, mal ein bisschen Höhenunterschied einzubauen, dass man vielleicht mal einen Berg hochfahren muss oder über ein Plateau oder sowas. Fand ich eine geile Sache. Aber prinzipiell waren die Karten, naja, keineswegs neuseeländisch halt. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Ja, und für den 22er warte ich halt sehnsüchtig drauf. Wie gesagt, ich bin da ein richtiger Fan und ich erwarte eigentlich mal so ein richtiges Highlight von einer neuseeländischen Karte. Man kann mit neuseeländischen Karten viel machen, denke ich. Die haben einfach ein gewisses Potenzial. Da müssen wir uns ehrlich, müssen wir ehrlich so sagen. Aber naja, was willst du machen, ne? Was nicht ist, kann man nicht ändern. So, genau dasselbe gilt eigentlich auch für japanische Karten. Ich warte eigentlich mal auf eine richtige, schöne japanische Karte mit Terrassen, mit Bewässerungssystem. Der ein oder andere Modder hat sich im 17er und im 19er ganz verstärkt da versucht. Nicht unbedingt japanisch, aber mit diesen Terrassen und mit dem Reisanbau. Das war echt eine feine Sache und sah unterm Strich richtig gut aus, das muss ich sagen. Und nun ja, so, wir würden mal schauen, wie es mit dem Feld aussieht. Müssen wir da noch irgendwas machen? Müssen wir noch mal düngen eventuell? Das sieht perfekt aus, aber wir müssen die 45 noch mal düngen. Huiuiuiui, wie kann das sein? Dann werden wir das jetzt mal machen. Ich glaube, da war, glaube ich, Kalk drin, ne? Naja, dann ist das so. So. Wir müssen mal kurz ankoppeln, dann schauen wir mal, da ist Kalk drin. Okay. Ja, die Steine habe ich erstmal hier abgekippt. Das habt ihr ja damals gesehen in der Folge, wo wir die Steine hier gesammelt haben. Die werden wir irgendwie mal, müssen wir mal schauen, verkaufen. Aha, da sind sie gespawnt. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja. So, ich würde mal zum Händler fahren. Ich glaube, wir haben ja nichts
Ne, warte mal. Halt. Da haben wir doch noch den anderen. Sehe ich gerade. Eigentlich, warum haben wir zwei? sehr putzig. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Der war so versteckt neben dem Benzin. Ich habe nur aufs Benzin geachtet. Ob das noch steht. Nun gut, dann ist das so. Dann lade ich das mal ganz kurz wieder ein hier. Sind ja nur schnelle 3000 Liter. Und dann machen wir das so. So, haben wir es gleich. Ja, da würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir ein bisschen was dürften wir noch drin haben. Und dann sollte das ja seinen Gang laufen. Ja gut, das Benzin ist jetzt nicht unbedingt für den Traktor oder für sonstiges Gerät, sondern es ist für den für die Kartoffelmaschinen, weil wenn wir die zur Tankstelle fahren, dauert das nicht nur ewig, sondern wir haben auch Platzprobleme. Für dieses eigentlich gedacht, ne? So. Ja, ob das am Anfang die richtige Entscheidung dafür war, das weiß man nicht so genau. Auf alle Fälle sind sie mal was anderes. Wir haben das mal irgendwie anders getestet und ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Ja. So, ich fahre mal hier ein bisschen rum. So. Ja, das sollte reichen für das Feld, hoffe ich zumindest. Bisschen rüber noch, genau. So machen wir das. Und dann läuft das. Ja, dann haben wir das Feld auch fertig und dann müssen wir mal schauen, brauchen wir vielleicht noch einen Striegel oder sowas, ne, fürs Unkraut. Aber das werden wir uns dann operativ leisten. Ja. Müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle werde ich noch die Ecken und Kanten, die wir jetzt ein bisschen ausgelassen haben, wo es nicht gereicht hat von der Reichweite her, das werden wir noch ausbügeln. Und ja, ich würde mal sagen, wir warten auf die erste Wachstumsstufe hier. Und bis dahin haben wir eigentlich auch mit dem Hof nichts groß zu tun. Ne? Könnte man sich mal überlegen, ob man noch eine Fusion einleitet, dass das Let's Play halt weitergeht mit Inhalt, beziehungsweise sonst wird man halt nur den Hof Ceres noch zeigen, der mittlerweile zwar zu tun hat ein bisschen was, aber auch nicht mehr so viel. Das muss eben jetzt erstmal alles wachsen. Oder wir machen mal eine Spulung nach vorne, das kann man natürlich auch machen. Ja. Dass man einfach sagt, wir drücken mal ein bisschen aufs Gas. So. Sparen wir ein klein wenig. Ja, dann ist das so. Ja, irgendwie so könnte man das vielleicht machen. Ja. So, ich biege mal hier ein bisschen ab. Dass wir auch alles mitnehmen. Ja, 500 Liter haben wir bis jetzt verbraucht. Für eine Umdrehung sagen wir mal 550. Dann sind wir rum. Das ist, ja, okay. Ich sage mal, schaut mal, was wir für eine Arbeitsbreite haben mit dem Gerät. Ne? Das ist einfach der Hammer. Und Großteil fahren wir eigentlich berghoch. Oder vielleicht die Hälfte. Ja, zum Glück haben wir so einen guten Traktor uns genommen. Dann fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Ja, und da machen wir einfach die nächste Runde. Sollte ja relativ schnell gehen bei der Arbeitsbreite. Na, so viel ist es gar nicht mehr. Schaut mal. Ist echt prickelnd. So. Okay. Sehr gut. Ja, der hat schon Power, ne? Also da brauchst du nicht meckern. Da geht schon was. Und das ist eben das Schöne, warum ich den auch geholt habe. Wie gesagt, eine Holland ist nicht unbedingt meine Lieblingsmarke, aber der 7er ist echt ein Powergerät. Das war der komischerweise nie ein LS, ne? Man hat es auch gemerkt bei der Umsetzung. Also sprich beim Handling, dass der einfach immer Power hatte. Immer.
Immer und jederzeit. Und das ist echt schön. So, jetzt muss ich das mal hier ausbügeln, den Rotz, den ich gemacht habe. Haben wir jetzt was freigelassen? Oh. Oder sah es noch so aus? Ich weiß es nicht. So. Jetzt haben wir es auf alle Fälle behoben. Da haben wir hier in der Ecke noch was, eine Kleinigkeit. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit. Wir machen es trotzdem. Alles gut. So, haben wir auch. Sehr gut, ist voll. Der macht schon, ihr seht mal, der hat trotzdem seine 35 drauf und steigt weiter. Ja, solange man jetzt nicht lenkt bei der Geschwindigkeit, ist das doch top. So, fahren wir hier drüben nochmal hin. Da war nämlich auch noch eine Kleinigkeit, jawohl. So, haben wir. Und wir haben hier unten noch eine Kleinigkeit und hier drüben. Genau, dann machen wir das noch mit. Und dann ist es das. Haben wir doch noch das im Zentrum. Sehr schön. Ja, ich bin eben so, dass ich immer sage, nee, das stört mich, wenn die Flecken nicht gemacht sind. Das stört mich halt. Aber gut, so ist es halt. Ich glaube, wir haben was vergessen. Ne? Hat das nicht, wieso nimmt er das nicht, wenn der... Wow. Komisch. Komische Sache. Aber so ist es halt. Gut. Würde ich sagen, machen wir jetzt das Zentrum noch fertig. Hier unten war ja alles am Rand in Ordnung. Da waren wir gut dabei. Und ja, dann machen wir das jetzt so. Ja, schöne Sache. Und dann sind wir auch fertig und dann sind die Felder fertig. Jetzt wäre die Frage, machen wir noch ein drittes Feld, bis das Wachstum fertig ist. Muss ich aber ehrlich sagen, wenn wir an die Ernte denken, dauert das dann wieder ewig. Habe ich jetzt nicht so den Bedarf. Müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas anderes mit dem Hof noch anstellen können. Oder ob wir einfach mal spulen, weil im anderen Hof wäre jetzt nur noch auch wenig zu tun. Und vielleicht wäre mal ein kleines Vorspulen angesagt, dass man zumindest mal in den, naja, Nachmittag springen. Vielleicht haben wir da schon die ersten Pflänzchen, so nennen wir es mal. Dass wir da vielleicht schon mal mit dem Striegel irgendwie arbeiten könnten. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, wir haben noch einen Flecken. Ja. Nein, Ordnung muss sein. Gut, Freunde, dann soll es das schon für die Folge gewesen sein. Wir nähern uns der Ernte mit großen Schritten. Und wir werden mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Und auf bald. Macht's gut.